Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Heute habe ich eine Probefahrt vereinbart mit dem billigsten E-Auto, das es derzeit auf dem Markt gibt, und zwar dem Dacia Spring. Dieses Auto kostet 20.000 Euro, dann nochmal 9.000 Euro abgezogen die Umweltprämie, dann haben wir ein Auto für 11.000 Euro, das immerhin eine Reichweite von 210, 220 Kilometer nach WLTP hat, eine Höchstgeschwindigkeit von 130, die wir gleich mal ausprobieren wollen. Es kann mit maximal 30 kW laden und die Beschleunigung, die müssen wir auch mal anschauen, von 0 auf 100, die ist nicht besonders schnell. Ich versuche mal die Motorhaube aufzumachen, da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Bei diesem Auto ist ziemlich viel traditionell, deswegen würde ich mal vermuten, dass auch dieser Hebel da zu finden ist, wo er bei den früheren Autos zu finden war. Ja, da haben wir zwei Hebel, einen für die Ladeklappe und einen für den früheren Motorraum, also den Frunk. Mal sehen, wie es da aussieht. Ist ja witzig, so habe ich das jetzt noch nie gesehen, oder? Da ist ja noch Platz für einen kompletten Frunk eigentlich, oder nicht? Ja, eigentlich könnte man, wenn man das auskleidet, auch noch ein bisschen was reinmachen. Ja, das ist mal ein interessanter Einblick hier. Mal gucken, was passiert, wenn ich am anderen Hebel ziehe. Dann müsste sich eine Ladeklappe öffnen, dann wissen wir auch, wo die ist. Hinter dem Dacia-Logo verbirgt sich die Ladeklappe für CCS und den normalen Stecker, aber wie gesagt, maximal 30 Kilowatt auch mit dem CCS-Stecker können dort dann Gleichstrom geladen werden. Wenn wir hier so schön stehen, dann lass uns doch mal in den Kofferraum schauen. Also ein E-Piano-Test wird das nicht. Ich glaube, E-Piano wird nicht reinpassen. Den Kofferraum öffnet man mit diesem kleinen elektronischen Knöpfchen. Okay. Man könnte die Rückbank umklappen, natürlich nicht geteilt, aber am Stück kann man sie umklappen. So, das kann man natürlich auch abmachen. Ich messe mal wieder mit meiner untrüglichen 22 cm Hand. Drei. Das wären dann so ungefähr 70, 75 cm. Ja, dann geht es hier so ein bisschen runter, das heißt, der ist schon relativ tief. Hier haben wir noch eine Klappe fürs Reserverad, da ist sonst nichts mehr zu verstauen. Und in der Breite ungefähr 90, 85, 90 cm. Und für ein E-Piano wird es wahrscheinlich nicht reichen, oder? 4, 5, na, das dürften so 1,20 sein. Das wird knapp mit dem E-Piano, da muss man schon vorrücken. Schön ist natürlich, dass man viel Höhe hat. Man kann also zum Beispiel Umzugskisten 1, 2, 3, 4 reinmachen wahrscheinlich. Das ist schon mal ganz gut. Dieses hier ist niedrig. Ich habe mir jetzt schon zum dritten Mal den Kopf angehauen, aber dafür habe ich ja zwar keine Haare, aber eine Mütze auf. Let's go! Okay, voll durchgedrückt. Ja, 120. Jetzt geht's bergab, das wird nützen. Begrenzte Leistung, 132, genau, da wird er abgeriegelt, 132, Höchstgeschwindigkeit erreicht. Das ging schnell dieses Mal. Ja, beim Einsteigen habe ich mich sofort wieder wirklich an alte Kangoo-Zeiten auch erinnert, ist ja auch aus derselben Familie, war ja auch mein vertrautes Autohaus Blender in Konstanz, wo früher mein Kangoo auch betreut wurde. Wenn man dann einsteigt, das ist auch fast endlich mal wieder ein Auto, wo alles so ist wie in guten alten Zeiten. Da gibt es nicht viel Verwirrung, wahnsinnige Displays. Wir haben hier ein Display, da gibt es halt Radio und Telefon und Navi, noch ein paar Einstellungen, so. Hier ganz normal, Tacho, Ladestandsanzeige und übersichtliche Knöpfchen, alles was man so kennt mit Blinker, Scheibenwischer hinten, Scheibenwischer vorne, Beleuchtung. Fahren tut er. Er lenkt sehr effektiv, also lehnt sich schön in die Kurven. So richtig klein, kompakt, macht Spaß, finde ich. Ist so richtig, ja, robust und ehrlich. Also zunächst mal fühle ich mich wohl, passt zu mir irgendwie auch. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob der Junge da überhaupt reinkommt. 19 Jahre, 1,93 Meter. Der Fahrersitz ist jetzt auf meine Größe eingestellt. Also. Oh. Oh. Ja, ist auch ganz gemütlich, ne? Also hinter den Sitz passen meine Beine gar nicht. Also da kann ich nicht mal die jetzt hier so rein
So kann ich hier sitzen, da freut sich der Fahrer bestimmt. Also es ist tatsächlich kein Platz. Kein Platz. Wie sieht es denn mit dem Kopf aus? Ja, also ich bin ja jetzt nicht angelehnt, ne? Und da stoße ich auf jeden Fall an und wenn ich versuche mich anzulehnen, kann ich so da sitzen. Ich habe natürlich auch einen extrem langen Hals, ne? Was soll ich sagen? Das habe ich ja bei den anderen Autos immer gemacht. Da bin ich dann einfach immer so ein bisschen mit dem Arsch nach vorne, dass hier ein bisschen Platz war und dann ging das mit dem Kopf auch. Aber wenn ich so sitze, also dann sitze ich schon halb vorne irgendwie. Und da kriege ich vor allem hier die Tür nicht mehr zu. Ach so, ja, das ist schlecht. Weil wenn man die Tür zumacht, muss ich mal mein Knie hier lieber reinmachen, bevor ich mir das zerquetsche. Okay. Weil jetzt passt mein Knie nicht mehr zwischen Tür und Sitz. Und deswegen kann ich auch nicht mehr reinrutschen. Und deswegen, ja, also es ist... Ja, gut, es hat jetzt auch niemand behauptet, dass es ein Van ist oder ein Lastwagen, ne? Nee, also es ist natürlich schon viel verlangt. Ist ja ein sehr kleiner Wagen. Aber ist ein kleiner Wagen. Ja, ja. Ich passe rein, aber ich passe schon nicht rein. Ja, nee, ich kann das nachvollziehen, weil ich selber kann jetzt so sitzen. Die Türen sind auch zu. Mit dem Kopf stoße ich natürlich an, bevor ich mich angelehnt habe. Also ja, ist ja auch in China gebaut und in China sind die Menschen ja auch nicht so groß, ne? Ja gut, das Model 3 ist auch in China gebaut. Hm. Ja. Nein! Wir haben jetzt gerade festgestellt, dass dieses Auto eine Kindersicherung hinten hat. Also, hier ist zu, aber wir können ja hier das Fenster aufmachen. Ja, nee, eben nicht. Muss ich die Zündung drehen? Okay. Alter schon? Zündung. Hey. Fenster, ja! Natürlich kann man diese Kindersicherung hier hinten auch ein- und ausschalten. Wir versuchen von 0 auf 100 Eco-Modus aus. Gucken wir mal, ob wir da schnell genug irgendwo sind. Und los geht's. Okay. Gib alles. Ja, da bin ich mal gespannt, wie viele Sekunden das am Ende waren. Ich glaube, langsamer war keiner. Allerdings, mir ist ja vorhin aufgefallen oder schon die ganze Zeit aufgefallen, so in dem unteren Bereich, gerade so in der Stadt, wenn man an der Ampel steht und fährt los und so weiter, ist die Beschleunigung eigentlich immer voll okay. Also das ist, da hat man auch so ein bisschen Elektroauto-Feeling, Also es ist nicht vergleichbar jetzt mit den meisten anderen, die ich gefahren bin. Es ist schon langsamer, aber es ist ja eigentlich ganz okay. Es ist erst so ab 60, 70 fängt es dann an, richtig mühsam zu werden. Und ich glaube, sowas wie ein Kickstart, wie jetzt gerade das geht, glaube ich, überhaupt nicht. Dafür ist er wahrscheinlich auch nicht gedacht. Vielleicht noch zwei, drei Details, die mir aufgefallen sind. Man sitzt sehr hoch, also man hat auch das Gefühl, dass das Sichtfeld nach oben begrenzt ist, dadurch, dass man so hoch sitzt. Ist auf der anderen Seite ja auch angenehm, so hoch zu sitzen. Ich habe dann auch beim Fahrersitz geschaut, ob man es irgendwo einstellen kann. Aber nein, es gibt eine Rückenlehne, die man verstellen kann und das war's. Also nicht Höhe oder Tiefe. Ja, das Zweite, da bin ich aber nur ein bisschen blöd, weil ich noch nie einen Dacia gefahren bin, sind natürlich die Fensterheber. Die habe ich hier vergeblich gesucht an der Türe. Die sind hier vorne am Bedienfeld zu finden. Damit kann man hier die Fenster hoch und runter machen. Was es erstaunlicherweise gibt, ist eine Rückfahrkamera. Ansonsten, ich fahre gerne mit solchen Autos, muss ich ehrlich sagen. Also ich komme damit besser zurecht. Jetzt werden mich wieder einige rösten, aber ich komme damit besser zurecht als mit einem e-tron. Ja? Also ein bisschen Understatement ist einfach auch schön. Ja, wie ihr seht, wir hatten jede Menge Spaß mit dem Dacia Spring. Beim Verbrauch sind wir jetzt ungefähr bei 19 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gelandet. Wir haben natürlich auch alle möglichen Tests gemacht und ihn ab und zu gescheucht. Also das ist für den Sommer ja ganz ordentlich. An diesem Auto ist so ziemlich alles abgespeckt, was abgespeckt sein kann. Und dafür ist es richtig günstig. Es ist eine Frage, die kann ich jetzt aber auch nicht beantworten, sondern nur anreißen. Inwiefern das nachhaltig ist, so ein Auto. Ich weiß nicht, wie das in China produziert ist. Ich weiß nicht, wie das von dem Strom, der dort verwendet wird, ist. Vielleicht ist da viel Kohle, Atomkraft dabei, sodass in der Herstellung schon relativ viel CO2 ausgestoßen wird. Dann ist natürlich ein Auto nachhaltiger, je länger es hält. Und ich weiß nicht, es gibt Dacias, die auch sehr lange halten, aber ich weiß auch nicht, wie lange mein Model 3 hält. Wenn das Auto eine Weile hält und nicht nach 5 oder 8 Jahren kaputt geht,
dann ist das auch im Sinne der Nachhaltigkeit ein gutes E-Auto. Schreibt unbedingt in die Kommentare, ob ihr das jetzt den Durchbruch findet, ob das jetzt E-Mobilität für den kleinen Geldbeutel ist und ob euch das dazu bringen könnte, ebenfalls in die E-Mobilität einzusteigen. Würde mich sehr darüber freuen und freue mich, wenn ihr weiterhin dabei seid, mir ein Abo dalasst, dieses Video liked und auch nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, euer Diesel Dad.